Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 3. Wir sind hier wieder im Hellen, haben in den Katakomben ordentlich aufgeräumt und jetzt haben wir noch 5 Tickets, was wir mit unseren Freunden unternehmen können. Und das nächste, was ansteht, ist ja eine kleine Tramfahrt mit meiner besten Freundin Alisa. Ja, doch. Da bin ich mal gespannt. Wird wahrscheinlich eher langweilig, oder? Kommt natürlich wieder auf das Gespräch an, was danach noch folgt. Also ich fahre ja gerne Tram, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Danke, dass ihr uns Gesellschaft leistet auf der westlichen Route der Heimdall Tram-Tour an diesem wunderschönen Tag. Ob ihr nun wegen des Sommerfestes hier seid oder hier wohnt, ich hoffe, ihr könnt euch entspannen und die Aussicht genießen. Es kommt mir so vor, als wäre es ewig her, dass ich mal so auf einer netten, entspannenden Fahrt war wie dieser hier. Ja, aber weißt du was? Wo du hier vor mir sitzt, wird es ganz schwer, sich auf die Szenerie zu konzentrieren. Wieso das denn, Rian? Musst du etwa die ganze Zeit auf den Reißverschluss starren? Rian. Die Tram ist nun auf dem Weg in die westlichen Bezirke von Heimdall. Wir fahren langsamer als normalerweise, damit ihr auch den Ausblick genießen könnt. Da drüben ist die Westerstraße. Ja, so viel los da. Ja toll, fahren wir einmal kurz vorbei. Wir können einmal uns kurz ducken, durch den Torbogen gucken und dann sehen wir die Westerstraße. Als nächstes kommt der Leica-Distrikt. Da ist auch der Aquädukt. Oh, das sieht aber toll aus hier. Ja, das ist tatsächlich mal ein schöner Ausblick. Und auch eine angenehme Atmosphäre. Falls ich übrigens gleich nicht weiter übersetze, bin ich versehentlich eingeschlafen. Das ist der Heiligendistrikt. Aus dem Fenster kannst du... Es ist noch lebendiger als sonst. Warum geht der Text so schnell weg? Ja, Elise und die Prinzessin arbeiten hier gerade. Ja, langsamer als normal fahren wir und überholen gleich das Auto da vorne. Der Dreichitzplatz sollte die letzte Haltestelle sein. Ja, das hat echt Spaß gemacht, Rian. Ich bin froh, dass wir das gemeinsam machen konnten. Okay, Alisa, vielen Dank für diese Information. Das war nämlich der Test. Und mit einer Frau, der das hier Spaß macht, kann ich einfach nicht zusammen sein. Nein, kleiner Spaß. Ich habe ja schon gesagt, mir macht Tramfahren auch Spaß und es bietet ja auch die Möglichkeit, sich dabei zu unterhalten und es hat was Beruhigendes, Entspannendes.
Also vorausgesetzt, man hat einen Sitzplatz, ne? Das müssen wir irgendwann nochmal wieder machen. Ja, nur wir zwei. Ja, danke, dass ihr uns Gesellschaft geleistet habt auf unserer Tour durch Westheimdall. Wir kommen bald an unserem letzten Halt an, dem Dreichelsplatz. Ich wiederhole, unser letzter Halt wird der Dreichelsplatz sein. Oft sind solche Touren ja auch Hop-on, Hop-off-Touren. Das heißt, der Bus oder die Bahn fährt ständig im Kreis und man kann halt ein- und aussteigen, wo immer man möchte. Ja, danach schauten sie sich nochmal den Valflame Palace an und ließen nochmal die Tour-Revue passieren, die sie gerade unternommen haben. Anschließend ging Alisa zur Karel Villa, so deshalb hat Rian sie zum Bahnhof begleitet. Auf dem Weg haben sie noch ein wenig geplaudert. Ich verstehe, wir sehen uns dann später. Also, dann habt noch viel Spaß beim Sommerfest, Alisa. Alisa? Rian? Could we stay here together just a bit longer? Rian, können wir hier noch ein bisschen zusammen stehen bleiben? Ja, klar. I'm so happy I was able to spend time with you like this again. Ich bin so glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, nochmal mit dir Zeit zu verbringen. I feel like the Reinford Group is going to get busier than ever. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es in der Reinford-Firma immer mehr zu tun gibt. Ja, das ist auch normal, wenn man die derzeitige Lage bedenkt. Machst du dir Sorgen? Yeah, honestly, I'm a little scared. Ja, ehrlich gesagt habe ich schon ein bisschen Angst. It looks like the new railway cannons will start seeing active use soon. Es scheint so, als ob die neuen Schienenkanonen schon bald in den Einsatz kommen. Tens of thousands of tanks, thousands of Panzer soldats and a new model of battleship. Zehntausende Panzer, tausende Panzersoldaten und ein neues Kriegsschiff, also ein neues Schlachtschiff. To think that tens of thousands, no, hundreds of thousands of people will be using these weapons. Allein der Gedanke, dass Zehntausende oder besser gesagt Hunderttausende von Menschen diese Waffen verwenden werden. And that my mother, my family is responsible for it all. Und dass meine Mutter, meine Familie denn dafür verantwortlich ist. Alisa, du musst dir einfach einreden, nicht die Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen. Ich werde das nicht zulassen. Alles, was hinter den Kulissen geschieht, ist einfach zu viel, als dass einer von uns damit zurechtkäme. Aber wir haben ja beschlossen, uns der Sache gemeinsam zu stellen. Und es werden nicht nur wir sein. Ich bin sicher, es gibt noch andere, die uns unterstützen. Ich bin sicher, dass auch deine Gefühle irgendwann mal zu deiner Mutter vordringen. Rian. Wenn du dir immer noch Sorgen machst, kannst du dich jederzeit bei mir melden und mir auf den Anrufbeantworter sprechen. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Aus Neugier. Ich
weil das Spiel ist ja, die Entwickler haben das ja so vorgesehen. Das ist ja die Beziehung, der sie dem meiste Aufmerksamkeit widmen. Und deshalb erhoffe ich mir auch, dass da dann am meisten bei rauskommt. Und deshalb würde ich sagen, du bist eine unersetzliche Person. Und ansonsten könnte ich mich auch wirklich schwer entscheiden. Bei Thor gab es ja gar nicht die Möglichkeit, das zu sagen, zum Beispiel. Thor wäre halt noch in der engeren Wahl. Eventuell noch Emma oder Laura. Aber dann denke ich, von all denen, ja, hat das Spiel es halt eher so vorgesehen, Alisa zu nehmen. Und ja, dann machen wir das mal. Ich bin ja eh so ein Spielertyp, also da muss ich noch mal kurz ausholen. Ja, oder ich werde es noch nicht vorwegnehmen. Falls ihr Stanley Parable noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr erstmal machen. Und dann überlegen, wie ihr so an so ein Spiel rangeht. Und wenn man Stanley Parable spielt und ein bisschen drüber nachdenkt, dann zeigt einem das Spiel damit ja auch, wie Spieleentwickler denken und aber auch wie Spieler denken. Naja, und es gibt da halt die eine oder andere Spielweise, ich will jetzt da halt nichts spoilen. Auf jeden Fall bin ich halt ein bestimmter Spielertyp. Und das zeigt sich auch daran, dass ich jetzt diese Wahl hier nehme. Wir können dann so in einem Monat vielleicht nochmal, wenn ihr den Stanley Parable gespielt habt, dann kann ich nochmal erzählen, wie das bei mir so war. Ich werde alles, was ich tun kann, tun, um dich zu unterstützen, als eine meiner... Nein, als... Ich möchte dich einfach ewig unterstützen, weil du für mich eine unersetzliche Person bist. Reen. Oh, thank you. I can't tell you how happy it makes me to hear that. Danke. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich es mich macht, das zu hören. Und ich könnte mir die Beziehung eigentlich auch ganz gut vorstellen, wenn jetzt, ja, die leben halt getrennt voneinander. Reen ist ständig unterwegs, Alisa kümmert sich um die Firma. Und, was weiß ich, so viermal im Jahr treffen sie sich dann, sind dann glücklich, sich nach langer Zeit wiedergesehen zu haben. Also so eine Beziehung kann sicherlich 100 Jahre halten. I feel like I'm strong enough to overcome anything now. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt stark genug, um alles bewältigen zu können. I'll try to give you that same strength. Und ich versuche, dir einen Teil dieser Stärke zu übertragen. Und irgendwie sieht das gerade so ein bisschen so aus, als würde sie Osborn umarmen, aber... So? Ja, auch diese beiden sind stärker geworden. Ein Fitzelchen. Reinfort-Groupie, genau. Alisa ist ja eine gute Partie. Die ist, wird einmal viel erben. So. Warte mal, hier ist noch Machias im Blick. Achso, warte mal, da ist das. Okay. Sind alle noch da drin, ja. Okay. Ich überlege gerade, habe ich mit Machias da geredet? Ich will das noch einmal kurz überprüfen. Wo stand der denn hier? Hier nicht. Ach,
da, genau. Ja, mit Patiri, ja doch, das hatten wir, das Gespräch. So. Die Mischi-Show. Da wollte ich ja nehmen, ach so genau, Alfin und Elise. Danke für die Einladung, Green. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich heute noch einen Anruf von dir bekomme. Naja, ich dachte mir, das interessiert dich vielleicht. Ich bin froh, dass du es einrichten konntest. Und du auch, Elise. Alles okay beim Bazar? Ja, im Moment ist gerade etwas weniger Kundschaft. Deshalb konnten wir uns davon stehlen. Ja, du hast so hart gearbeitet, du verdienst auch eine kleine Pause. Yahoo! Hey ja, alle zusammen, ich bin Mischi. Mihihi! Danke, dass ihr gekommen seid, alle zusammen. Es ist super großartig, euch zu sehen. Ja, es ist Mischi. Hier drüben, Mischi. Ja, sieht so aus, als wärst du super beliebt hier in Heimdall. Es freut mich für dich, Mischi. Ja, es freut mich auch für mich. Okay, Leute, was spielen wir denn heute? Warte. Wer bist du denn? Du bist ein bisschen wie ich. Und irgendjemand hat dich gerade vom Dach gestoßen. Ich bin Mischi. Lasst euch nicht von ihm austricksen, er ist fake. Was? Was, ich bin fake? Nein, das wusste ich ja noch gar nicht. Nein, Mischi. Lass dich nicht von ihm verwirren. Er ist Mecha-Mischi. Er ist ein Roboter, der glaubt, du zu sein. Nein, ich bin kein Roboter, ich bin der Richtige. Ich wusste gar nicht, dass dieser Charakter überhaupt existiert. Der muss ja ganz neu sein. Ich vermute, es gibt jetzt ganz viele Arten von Mischis. Mecha-Mischi scheint mir ein bisschen aggro zu sein. Ist alles okay bei dem? Mihihihi. Mach dir keine Sorgen um diese Sachen. Lasst uns alle einfach gemeinschaftlich Spaß haben und tanzen. Genau, da würde sich Iris auch drüber freuen. Jetzt reicht es, du Faker. Ah, zum Glück ist Mischi gut gepolstert. Mihi, he, ich bin jetzt der richtige Mischi. Oh nein, Leute, der richtige Mischi wurde zusammengeschlagen vom Falschen. Aber ich wette, wenn wir laut genug jubeln, wird sich Mischi besser fühlen. Mischi, steh auf! Mischi, steh auf! Gib nicht auf, Mischi! Ich glaube, Mischi kann euch noch nicht hören. Vielleicht seid ihr nicht laut genug. Ihr da, wir brauchen eure Hilfe. Bejubelt Mischi mit uns zusammen. Ich glaube, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Komm schon, Mischi! Go, Mischi! Du kriegst es hin! Eure Hoheit, versucht bitte nicht so dich in den Vordergrund zu drängen. Aufstehen, Mischi! Aufstehen! Mischi! Yeah! Willst du immer noch kämpfen? Gut. Wir kämpfen weiter, bis nur noch einer von uns übrig ist. Was spielt es denn überhaupt für eine Rolle, wer jetzt der wahre Mischi ist? Wir sind doch beide Mischis. Also bist du jetzt einfach ich und ich bin du. Mihi, komm schon.
Jetzt tanzen wir und haben Spaß. Verdammt, du. Na gut, aber nur dieses eine Mal. Wenn wir einen Tanzwettbewerb haben, werde ich nicht verlieren. Okay. Ist das nicht großartig? Dank eurer Hilfe sind wir jetzt alle Freunde. Okay, Michi. Let's take it from the top. Keine Ahnung. Ja, Zeit für unser großes Jubeln. Let's dance and make wishy with Michi. Ja, schön, dass Sie sich jetzt gut verstehen. Ja, let's dance and make wishy. Ja, da bin ich aber froh, dass alles gut ausgegangen ist. Ja, das war ja echt knapp, ne? Dann tanzte die Menge und die Show ging zu Ende. Oh, bei Alfin fehlt ein Häkchen. Anschließend begleitete Rien Elise und die Prinzessin zurück zum Heiligen Bezirk. Auf dem Weg plauderten sie noch ein wenig. Alles klar, Elise, wir sehen uns dann später. Bitte genießt noch das Sommerfest. Ihr beide am besten, ja. Rien? Ja, genau. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, ihn einzuladen zum Tanzen. Was gibt es denn, Eure Hoheit? I just want to say thank you. Ich wollte nur Danke sagen. You've been so kind to me ever since we met 2 years ago. Du warst immer so nett zu mir, seitdem wir uns vor 2 Jahren begegnet sind. You saved me during the terrorist attack and both me and Cedric during the civil war. Du hast mich gerettet, als die Terroristen angriffen. Und dann hast du mich und meinen Bruder Cedric im Bürgerkrieg gerettet. And now you've saved Heimdall from a crisis yet again. You've even made peace with Cedric. Und jetzt hast du Heimdall vor einer Krise gerettet, schon wieder. Und du hast sogar Frieden geschlossen mit Cedric. I thank Eidios I was able to meet both you and Elise. Ich danke Eidios dafür, dass sie es gestattet hat, dass ich sowohl dich als auch Elise kennenlerne. Eure Hoheit. Princess. Prinzessin. I just wanted to let you know how thankful I am. Ich wollte euch einfach oder dich einfach nur wissen lassen, wie dankbar ich doch bin. I knew if I didn't tell you now, I may not get another chance to do so. Ich wusste, wenn ich es dir jetzt nicht sage, bekomme ich keine weitere Gelegenheit dafür. Oh. Ich verstehe. Also, weißt du, was die kaiserliche Regierung hinter den Kulissen plant? Well, I am the princess. Nun, ich bin die Prinzessin und hast deshalb keine Ahnung. I'm certain the point of no return is nearly upon us. Ich bin sicher, dass schon bald der Punkt ohne Wiederkehr kommt. Also, ja. Wenn der Krieg einmal erklärt ist, dann gibt es kein Zurück mehr wahrscheinlich. But I'm equally certain that you and everyone else with whom I flew through the sky during the civil war. Aber ich bin gleichermaßen sicher, dass du und alle anderen, mit denen ich zusammen während des Bürgerkriegs auf dem Luftschiff geflogen bin durch den Himmel, dass denen nichts passieren wird. That's why, no matter what should happen, keep your gaze fixed firmly forward and never lose hope. Und deshalb, was auch immer passieren wird, behalte deinen Blick voll konzentriert nach vorne gerichtet und gib niemals die Hoffnung auf. Prinzessin Alfin, ich verdiene doch solche Worte gar nicht. Aber nur, dass du es weißt, ich werde nicht zulassen, dass das letzte Mal ist, dass wir einander sehen. Wie du weißt,
unterstützen mich ja alle Leute aus Klasse 7. Aber es sind nicht die einzigen. Ich habe Freunde und Verbündete, denen ich vertrauen kann, über ganz Erebonia verstreut und auch in der Bracer-Gilde. Und die Crimson Wings. Viscount Arsaid und Prinz Oliver werden uns auch helfen. Was auch immer geschieht, wir werden niemals aufgeben. Bei Grabtals Hammer, genau. Wir werden jedes Hindernis überwinden. Ganz egal, wie schwierig. Damit wir unser friedliches Leben bewahren können. Though it may not be much, I'll lend my strength to the cause as well. Auch wenn es vielleicht nicht viel ist, werde ich auch euch unterstützen. As a subject of Erebonia and as your friend. Als Bewohnerin Ereboniens und als deine Freundin. I will continue to support you, Your Highness. Werde ich dich auch weiterhin unterstützen. Reen. Elise. Oh gosh. I've been thinking so hard about so many things. Ach herrje, ich habe so hart drüber nachgedacht, über so viele Sachen. But both of you are so sincere and kind. Aber ihr beide seid so aufrichtig und so gütig. I've decided I'll just have to keep you both. Da habe ich beschlossen, ich muss euch einfach beide behalten. Your Highness? It seems like I'll have to ally myself with you after all, Elise. Es scheint so, als ob ich mich mit dir verbünden müsste, Elise. Together, we'll form a powerful team that won't lose to Elisa, Laura, Emma or anyone else. Denn gemeinsam sind wir ein unschlagbares Team, was weder gegen Elisa, Laura, Emma oder sonst wen verlieren kann. Oh, but we'll need to be careful about Musée. That vulture might just swoop down and make off with the prize while everyone else is fighting. Aber was Muse betrifft, auf die müssen wir aufpassen. Dieser Geier könnte sonst einfach runter aus dem Himmel runterstürzen und sich den Preis schnappen, während sich alle anderen bekämpfen. I can certainly see that happening. We should definitely be careful of her. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Wir müssen echt auf sie Acht geben. Reen will einfach nur weg, glaube ich. Warte mal, das habt ihr beiden gemeinsam vor? Bitte, es sind hier Leute, die uns zusehen. Ja. The Royal We, hm? Okay, wir haben noch Events und eins, was ich auf jeden Fall nochmal wiederholen will, ist das Backen. Weil da ja was Individuelles gebacken wurde von Juna. Und ich bin schon gespannt, was jemand anderes backt. Und da habe ich... Oh, die 4 Uhr, das 4 Uhr läuten aus der Kathedrale. Ich sollte mich mit Toa treffen. Warum? Hallo Rian, gute Arbeit vorhin. Ihr wollt jetzt demnächst in den Wellflame Palace zur Party, oder? Ja, gut geraten. Was machen wir? Wir müssen uns mit Klasse 1 treffen, deshalb dachte ich, ich melde oder ich sag allen Schülern Bescheid. Okay, ich melde mich beim Main Campus. Meinst du, du kannst Klasse 7 versammeln? Sie sollten alle zum Camp zurückgehen und sich nochmal hübsch machen? Ja, klingt nach einem Plan. Ich sehe dich dann beim Camp. Okay, bis dann. Okay. Es ist nicht mehr viel Zeit. Gibt es noch was ich schnell erledigen muss? Achso, genau, Geschenke muss ich noch erledigen. Habe ich da noch irgendwas? Oder habe ich das inzwischen schon gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr, weil ich so oft probiert habe, die Sachen abzugeben. Nee, doch, das habe ich irgendwann mal gemacht. Okay.
Ja. Also, das von diesen drei Tickets, die wir jetzt noch haben, habe ich eins fest verplant, extra für diesen Backwettbewerb. Und da möchte ich eine Person mitnehmen, die auch ganz gern mal kocht. Und die nehme ich vor allen Dingen, weil sie einen individuellen Geschmack hat. Also sie nimmt keine Rücksicht auf andere. Sie geht immer ihren ganz eigenen Weg. Und wenn alle Leute Vanilleeis nehmen, dann nimmt sie auch gern mal ein Zitroneneis. Und da bin ich halt neugierig, was sie jetzt hier für ein Brot backt. Also, herzlich willkommen, Vieh. Ja, also dann viel Spaß bei euch. Dankeschön. Ja, auf zum Backen. Und so begannen sie das Brot zu backen. Zuerst wählten sie die Zutaten für das Brot aus. Benutzten dann fertigen Teig und brachten ihn in die Form, so wie das spätere Produkt aussehen soll. Sobald das fertig war, gaben sie den Teig dann an das Personal, damit es gebacken wurde. Ah, mit Blumen. So, da bitte. Ein Frühlingshotdog. Ach genau, das war ja ein Burger bei Juna und hier ist es ein Hotdog. Ah, das ist aber eine großartige Leistung gebracht, das zu formen. Du hast sogar Sonnenblumensamen da mit reingebacken in den Teig, oder? Sonnenblumenkerne, genau so heißt es denn ja. Ja, Sonnenblumen sind essbar. Als ich noch Jäger war, und selbst jetzt, während meiner Arbeit bei der Gilde, habe ich immer geschaut, welche Pflanzen oder Blumen man auch essen kann. Naja, dann weiß ich ja, was dir beim Überleben geholfen hat. Aber die Blumen sind so hübsch, dass ich es nicht übers Herz bringe, sie zu essen. Aber Essen ist dazu da, um gegessen zu werden. Und das Dressing ist sehr gut. Du bist immer so praktisch veranlagt, Vieh. Scheint so, als hättet ihr etwas unglaublich Kreatives gemacht. Ich werde mal ein Foto machen für den Wettbewerb. Also, legt euch in Pose. Danach begleitete Rian Vieh zurück zum Heiligen Distrikt und sie plauderten ein wenig. Alles klar, wir sehen uns später. Genieß noch das Sommerfest, so gut es geht. Wait, Rian. Before you go, I've got a favor to ask. Bevor du jetzt gehst, Rian, wollte ich dich noch um was bitten. Was denn? Could you pat me on the head? Sag mal, könntest du mich noch mal auf dem Kopf tätscheln? So I can keep doing my best on this path. Damit ich mein Bestes geben kann, auf meinem Pfad. Thanks. Ja, wenn es dir dabei hilft, motiviert zu bleiben, das ist es doch gar nichts. Ich bin sicher, dass in der Bracer-Gilde demnächst noch viel mehr los sein wird. Yeah, considering the way Erebonia is headed. Ja, wenn man bedenkt, welchen Weg Erebonia gerade beschreitet. Ouroboros is up to something, and I'm sure they'll hire even more Jägers. Ouroboros hat was vor, und ich bin sicher, sie werden noch mehr Jäger anheuern. And Zephyr, the boss Zeno and Leo, they've got their own plans. Und Zephyr, der Boss Xeno und Leo, sie haben ihre eigenen Pläne. But me? I'm going to keep giving it my all. Aber was mich betrifft, werde ich auf jeden Fall alles geben.
as Fee Clausel, former Jäger, current Bracer, and forever a member of Class 7. Als Fee Clausel, frühere Jägerin, derzeitige Bracerin und ewiges Mitglied von Klasse 7. For you and everyone else, to prove the path I chose was the right one. Für dich und alle anderen, um zu beweisen, dass der Pfad, den ich gewählt habe, der richtige war. Gut gesprochen, Fee. Als jemand, der dich aufwachsen hat sehen in Klasse 7, drücke ich dir die Daumen. Und ich denke, ich sollte mich irgendwann auch mal deinem Vater vorstellen. Ach so, ich bin sicher, dass ich jetzt zur Familie seiner Tochter gehöre, ohne seine Erlaubnis. Da wird er mir zumindest eine reinhauen. Dummy. But that doesn't sound too bad, I guess. Ja, aber könnte schon sein. Okay, also geben wir beide unser bestes Vieh. Got gemeinsam. It. Alles klar. Ja, leider hat sich bei Fee nichts ergeben, was ihre zukünftigen Pläne oder so betrifft. Ist alles recht, na, ich will nicht sagen beliebig geworden, aber sie hat sich jetzt halt gefunden, sie hat ihren Weg beschritten und sie ist jetzt Bracer und jetzt kann da alles passieren. Sie hat eigentlich keine speziellen Ziele mehr. Sie will einfach ihren Idealen treu bleiben. Tja, jetzt haben wir noch zwei Tickets für zwei Leute und zwei Events. Ich weiß auch gar nicht, welche Events ich machen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass kaum einer Uses nimmt und ich würde gerne mal Uses nehmen mit den Pferden. Ich könnte auch Emma mir vorstellen. Bei Emma könnte ich... Da habe ich fast die freie Wahl, bis auf Mishi. Wo könnte es sonst noch interessant werden? Laura geht ja leider nicht. Da habe ich vorher zu wenig Events gemacht. Na, aber komm, dann nehmen wir Emma auf jeden Fall. Soll ich mit Emma auch backen gehen? Weil das ist ja doch das... Die anderen Sachen werden ja gleich bleiben. Emma wird sich nicht für Pferde interessieren. Bazaar, da, okay, Bazaar, da würde... Da wäre es interessant, welchen Gegenstand sie dann halt spendet. Ja, genau, dann machen wir das so. Nehmen wir Bazaar. Soll ja nicht immer das gleiche sein. Ich will jetzt nur ein Event dann nur zweimal machen und nicht dreimal. Hat sie jetzt dazu noch was zu sagen? Edel, es ist wirklich lange her. Ich hoffe, es geht dir gut. Edel war die Gartenfrau da. Also, es gab ja diesen Gartenclub und der wurde geleitet von Edel in der alten Akademie. Ja, du wirst mich bald schon wiedersehen, da bin ich ganz sicher. Insbesondere, wenn dich die Gilde überall hinschickt. Ja, hoffe ich doch. Sollte Spaß machen. So, Emma. War das jetzt Emma? Oder habe ich mich verklickt? Ja.
Rin, du hast doch schon was für uns gespendet. Und das ist... eine kleine Tasche. Kleiner Beutel. Oh, das riecht aber sehr angenehm. Aus Lavendel, oder? Ja, ein handgefertigter Duftbeutel. Ich habe Blumen und Kräuter gesammelt auf meinen Reisen. Oder nein, ich sammle oft Blumen und Kräuter auf meinen Reisen. Und deshalb mache ich unterschiedliche Täschchen. Ach, was für ein beruhigendes Aroma. Ich möchte es immer riechen. Ja, die Kunden des Bazars mögen solche Sachen bestimmt. Ja, danke für deine Spende an den Wohlfahrtsbazar. Jetzt gibt's wieder Eistee und Naschwerk. Beide gehen wieder ins Café. Wer kauft den Beutel? Übrigens, die Lampen sehen aus wie Eistüten, so ein bisschen. Beide hatten sich viel zu erzählen und genossen den Tee und die Süßigkeiten. Anschließend begleitete Rian Emma auf ihrem Weg zum Leica-Distrikt. Okay, wir sehen uns dann später. Ich hoffe, du genießt noch das Sommerfest, Emma. Wait a moment, Rin. Warte kurz, Rin. Can I see your pendant? Darf ich deinen Anhänger nochmal sehen? Dein Amulett? Das, was du mir gegeben hast, sicher doch. Licht erleuchte seinen Pfad. Alright, that should do it. Ja, das sollte so funktioniert haben. War das einer deiner Zauber? Der klang ganz anders als die anderen. Well, I didn't actually cast a spell. I just recharged the pendant with my mana. Nun, ich habe eigentlich keinen Zauber gesprochen. Ich habe nur den Anhänger wieder aufgeladen mit meinem Mana. But I also filled it with my wish for you, Rin. Und gleichzeitig habe ich einen Wunsch für dich beigesteuert, Rin. May light guide you along your path. Möge das Licht dich erleuchten auf deinem Weg. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Habe ich? Emma, kannst du mal kurz deine Brille abnehmen? Hä? Why? Warum? Ich wollte dir einfach danken für den Anhänger. Und ich habe zufällig Kontaktlinsen gefunden. Und... ach so, die haben wir irgendwo gekauft, oder? Und ich dachte vielleicht... Oh, I see. Well, I guess it wouldn't hurt. Ja, ich kann das gerne mal ausprobieren. Versuch kostet ja nichts. Honestly, though, you didn't need to get me a gift or anything. Aber ehrlich gesagt, musst du mir gar nichts schenken oder so. But as long as you don't mind seeing me without my glasses... I'd be happy to wear your contacts. Aber solange es dir nichts ausmacht, mich ohne meine Brille zu sehen, dann trage ich auch gerne die Kontaktlinsen. Rin? Tut mir leid, ich versuche vielleicht mal ein anderes Geschenk für dich zu finden. Es ist eine Weile her, dass ich dich so gesehen habe. Und da setzt mein Herz zu viele Schläge aus. What? Ich habe das Gefühl, ich möchte diesen Blick ganz für mich alleine haben. The,
That's... Okay, ich wusste jetzt nicht, dass das das bedeutet, wenn ich sage, ich habe auch ein Geschenk für dich. Das war was ganz Harmloses, ja? Ich denke mir was anderes aus, was ich dir nochmal schenke. Vielleicht etwas, oder am besten etwas, was du immer bei dir tragen kannst. Alright, I'll look forward to it. Okay, ich freue mich drauf. Ja, und da haben wir von Emma jetzt quasi gar nichts erfahren. Nur, ja, dass sie Rean alles Gute wünscht. Aber, ja. Fee hat ja noch ein bisschen wenigstens von sich gesprochen. Und hier, ja, war das Gespräch sehr, sehr leer. Ja, gut. Haben wir noch ein Event. Und ich denke, ich nehme Juices, weil er ein ziemlich nachdenklicher Mensch ist und ich einfach mal sehen möchte, wie er jetzt so über die Lage denkt, ob er glaubt, seine Pflichten als Herzog übernehmen zu können oder ob er Konflikte mit seinem Bruder sieht oder so. Und er mag ja Pferde. Und Ash hat es ja versaut. Also, weil er so nachtragend, oder eigentlich nicht nachtragend, sondern weil er so diese Sippenhaft-Attitüde an den Tag gelegt hat, möchte ich jetzt eigentlich keine Zeit mit ihm verbringen. Das wird sich noch ändern. Er wird sich sicherlich noch ein bisschen überlegen, sagen, nein, es ist absoluter Blödsinn, sich an Lecter rächen zu wollen. Aber... das wird bald sein und heute ist heute. Ich hoffe, dass Jusis eine gute Zeit hinlegt. Unter 15 Sekunden ist gut. Ja, das ist ein gutes Pferd. Man kann erkennen, dass die Person, die sich um das Pferd kümmert, sehr fähig ist. Wenn ich raten müsste, wird es sich ganz gut schlagen auf der Zeitprüfung hier. Ja, das denke ich bei diesem Pferd auch. Also versuchen wir eine gute Zeit hinzulegen. Okay, A1 zum Gas geben, Flaggen einsammeln und nichts rammen. Nur Alright, let's go. There. Let's go. There. There. Ja! Yeah! Nein! Wie geschickt ich den beiden... Das gibt's doch wohl gar nicht. There. There. Ja! Yeah! Das war langsam. Not bad at all. Aber wenn Jusis dieselbe Zeit macht, dann wird es erreichen. Shall we? There! Fine! There! Yeah! There! Oh, das war schlecht. There! Yeah! There! 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 Reicht. Ja. A matter of course. Ja, und Jusis war schneller als Rean. Aber langsamer als Musi. Ja, wir haben unsere Zielzeit geschafft. Ja, natürlich. Du und ich gemeinsam
Da kann man doch nichts anderes erwarten. Ja, es hat Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Das erinnert mich an einen Kampf, den ich einmal hatte. Es wäre schön, wenn wir noch einmal irgendwann zusammen ausreiten könnten. Wenn wir ja einfach Zeit haben und ja, die Zeit einfach genießen können. Ja, vielleicht können wir das ja machen, wenn wir uns um die wichtigen Angelegenheiten des Lebens gekümmert haben. Irgendwann mal. Danach gingen Rin und Yusis zum Dreichelsplatz. Auf dem Weg plauderten sie noch miteinander. Okay, wir sehen uns später. Genießen auch das Sommerfest, Yusis. Wait, Rin, before you go, I must apologize. Warte noch, Rin, bevor du jetzt gehst, muss ich mich noch entschuldigen. Wofür denn? Apparently, my brother had a hand in the Calvarian agent's infiltration. Offensichtlich hatte mein Bruder seine Hände im Spiel, dass die kalvadianischen Agenten hier eingedrungen sind. Erstmal wieder diese typische Familiengeschichte, dass sich jetzt Yusis für seinen Bruder entschuldigen muss. Da hat er doch überhaupt keinen Einfluss drauf. Aber trotzdem sehr interessant, dass Rufus tatsächlich dafür gesorgt, dass die Agenten hierher kommen? He identified their ship, but allowed them to pass through. Ah, okay. Rufus hat das Luftschiff identifiziert, aber hat sie durchschlüpfen lassen, absichtlich. Interessant, weil er wahrscheinlich in seiner Cleverness direkt gesagt hat, Mensch, das ist eine gute Gelegenheit, lassen wir die kalvadianischen Agenten mal nach Heimdall, denn können wir die später festnehmen und sagen, hier, ihr bösen Kalvadianer, was macht ihr denn hier? Das ist ja schon wieder Kriegsgrund. Was? Of course, the agents themselves had no idea. Natürlich wussten die Agenten selbst nichts davon. This is merely speculation on my part, but it's the conclusion I've come to after cross-referencing my information with Milliam's. Was mich betrifft, ist das eigentlich Spekulation, aber das ist die Schlussfolgerung, die ich gezogen habe, nachdem ich meine Informationen mit der von Milliam ausgetauscht habe. Verstehe. Das heißt also, der ganze Vorfall war... Yes, I find it likely they engineered this whole farce to create their excuse. Ja, sie haben diese ganze Farce arrangiert, um einen Anlass zu haben, um eine Entschuldigung zu haben, gegen Calvard vorzugehen. Of course, I lack real proof, but it's been bothering me nonetheless. Natürlich fehlen mir die Beweise, aber trotzdem stört es mich. Yusis. Das passt doch gar nicht zu dir. Hm? Wir wussten doch, dass wir es mit außergewöhnlichen Feinden zu tun haben. Selbst wenn das, was du sagst, stimmt. Eine bestimmte Person, mit der ich verwandt bin, hätte das ja sicherlich auch gewusst. Aber ich habe es auch nicht bemerkt. Ach. Yes, you're right. Ja, das stimmt. I suppose we really are two of a kind. In dieser Beziehung sind wir uns sehr ähnlich. Ja, wir haben beide Verwandtschaft auf der Feindesseite sozusagen, wenn man den Kanzler und Rufus dann als Feinde bezeichnet. Feinde ist vielleicht das falsche Wort, sagen wir. Vielleicht politische Gegner? I get the feeling we're about to face a great deal of adversity. Keine Ahnung, was wir jetzt haben. The way this nation is headed, a number of things are likely to get caught in its wake. Ah, okay. So wie sich dieses Land momentan entwickelt, werden sich etliche Dinge verändern. It's only a matter of time now. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Ja. Aber ich glaube dennoch, dass wir etwas dagegen unternehmen können.
Deshalb handeln du und die anderen doch, oder? Oder habt ihr was unternommen? So you noticed. Oh, das ist dir aufgefallen. That's right. I don't plan to let my role as head of one of the four great houses weigh me down. Ja, das stimmt. Ich habe nämlich nicht vor, dass mich meine Rolle als Chef eines der vier großen Häuser zu Boden drückt. Let's continue to work toward our shared goal, Reen. Sondern er will seine Rolle halt aktiv nutzen. Er will sich halt nicht von seinem Amt bestimmen lassen, sondern er will das Amt bestimmen. Okay, also arbeiten wir gemeinsam hin auf unser gemeinsames Ziel. We'll guide this nation in a way only we can. I am a member of Class 7 first and the nobility second. Wir werden dieses Land so führen, wie nur wir es können. Also in eine Richtung führen, nur wie wir es können. Ich bin ein Mitglied von Klasse 7. Das steht an erster Stelle. Und dass ich auch Mitglied des Adels bin, steht an zweiter Stelle. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, das war, was die Story betrifft. Ich glaube, das einzige Event, was tatsächlich sich auf die Hauptstory so bezogen hat. Ja, interessant. Da hätte mich das mit Machias auch nochmal interessiert. Und bei Gaius weiß ich halt nicht. Ich fürchte halt, bei Gaius hätten wir auch wieder nichts Sinnvolles erfahren. Ja. Altina, Ash und Gaius. Mit denen konnte ich jetzt nichts unternehmen. Also obwohl die vier Sterne haben. Das wäre halt nochmal eine Sache. Das könnte man halt irgendwann nochmal neu laden und dann mit denen auch mal ein Event machen. Aber nicht hier und jetzt. Ach, Jusis und Mises. Ja, genau. Ja, ich dachte, mein Bruder kommt vielleicht zu der Party heute Abend, aber dann ist es auch wieder wenig überraschend, dass er halt zu beschäftigt ist. Ich muss also ein anderes Mal mit ihm reden. Das heißt, Rufus wird dann auch gar nicht auftauchen in dem Spiel wohl. Naja, es ist aber nichts, was ich vor mir herschieben sollte. Komm schon, Jusis, wir haben jetzt keine Zeit für dieses Geschwätz. Wir müssen hier noch Essensstände besuchen. Okay, lass mich in Ruhe. Gut, prima. Das heißt, wir haben tatsächlich alles fertig. Wir können nächste Folge zum Camp gehen. Ich werde vorher nochmal einen Blick in jeden Bezirk werfen, ob da noch irgendwann ein grünes Symbol ist. Ich werde nicht nochmal mit allen reden, das habe ich ja schon mal gemacht. Es kann natürlich sein, dass nach der Mission mit Lector hier nochmal irgendwelche Leute irgendwelche anderen Sachen sagen, aber dann ist das halt so. Gut, dann sage ich mal bis morgen. Tschüss.